Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute ganz spontan backe ich einen Schokoladentorte, Kuchen, wie es man nennen kann. Und es geht wirklich nicht kompliziert, schmeckt wunderbar lecker und so sieht er aus. Ich habe nur ein bisschen mit dem Goldpuder dekoriert, das war's dann schon. Weil es ist kein so ein richtiger Anlass, nur ganz normale Kaffeerunde am Tisch. Und wenn ihr Interesse habt, wie ich habe es gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Als erste werden wir Schokolade, Zartbitterschokolade und die Butter über Wasserbad schmelzen lassen. So stellen wir auf den Herd und ab und zu nicht vergessen umrühren. Die 5 Eier habe ich jetzt getrennt, Eiweiß von Eigelb. Und erstmal werden wir Eiweiß mit der Prise Salz steif aufschlagen. So, es ist steif, es fällt nicht runter. Und jetzt werden wir Eigelbe und abgemessene Zucker zusammen auch aufschlagen. So, wir haben bekommen eine schöne cremige Masse. Und bevor wir die restlichen Zutaten mischen, können wir schon Backofen anmachen auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder auf 160 Grad Umluft zum Vorheizen. Jetzt machen wir alle trockenen Zutaten zusammen. Mehl. Alle Zutaten, liebe Freunde, wie immer unten in die Beschreibung. Speisestärke. Backpulver, gemahlene Mandel. So vermischen wir das und geben wir noch dazu von die Hälfte von der einen Vanilleschote, Vanillemark. Aufritzen und auskratzen. Das geben wir in die trockene Zutat. Vanilleschote selber nicht wegschmeißen. Wenn sie liegt die in den Zucker rein, dann habt ihr auch schon Vanillinzucker, oder? Ihr malt mit einem Rohzucker und lässt dann erstmal trocknen und in eine Döschen aufheben, habt ihr auch schöne Vanillezucker. So ein bisschen verteilen, Vanillemark. Und jetzt können wir alle Zutaten einer nacheinander zu unserer Eigelbmasse dazugeben. Jetzt geben wir von allem Mischung von unserer trockene Zutaten, nur die Hälfte, dann die Hälfte von Eiweiß und dann unbedingt nachschauen nach eurer geschmolzenen Schokolade mit Butter, dass es nicht heiß ist. Es soll warm, ja, aber nicht heiß. Und geben wir auch das dazu. Und so abwechselnd werden wir alles eins nacheinander unterheben. Schön vorsichtig von unten nach oben. So, und dann wieder die restlichen trockene Zutaten und können wir auch Eiweiß gleich komplett und auch natürlich Schokolade. So, restliche Schokolade. Und jetzt alles gut miteinander vermengen und dann können wir schon in die Form reinmachen. Unbedingt gut nachschauen, dass ihr keine trockenen Zutaten noch im Teig habt. So sieht es gut aus. Meine Form ist 26 cm. Ich habe Papier drunter genommen, das dann besser auf den Gitter rüberschieben, eingefettet und mit den Paniermehl noch bestreut. Und jetzt geben wir unseren Teig da rein. So, jetzt geht unser Kuchen in den Backofen ungefähr so für 45 Minuten. Ihr könnt ja auch Stäbchentest machen. Danach wird der Backofen ausgemacht und im ausgeschalteten Backofen bleibt der Kuchen noch 15 Minuten drin stehen.
Den Kuchen habe ich jetzt 45 Minuten gebacken. Dann habe ich Backofen ausgemacht und etwa so weit habe ich Tür aufgemacht. Im ausgeschalteten Backofen habe ich den Kuchen nochmal 15 Minuten stehen gelassen. Und jetzt können wir mal schauen und ihn rausholen. Bisschen am Rand gehen. Nur leicht mit dem Messer. So, da haben wir ihn. Ich habe jetzt hier Gitter vorbereitet und bringe den Kuchen auf dem Gitter. Am besten Papier auch rausziehen, dass er unten atmen kann und nicht schwitzen. Und dann ist er schnell abgekühlt. Da kann er besser abkühlen. Er ist sehr leichter Kuchen. So, wir lassen das mal kurz abkühlen und in dieser Zeit werden wir erstmal Aprikose erhitzen und durch ein Sieb streichen lassen, dass wir richtig schöne, so eine feine Struktur haben. Damit werden wir unseren Kuchen bestreichen. Streichen. Jetzt gehe ich ans Herd und werde die Marmelade richtig erhitzen. Gleichzeitig habe ich jetzt gestellt die Konfitüre, Zart-Bitter-Konfitüre, zum Schmelzen und habe so eine ganz kleine Ecke von den Kokosfett rein dazu gegeben. Das mache ich immer. Und mit diesem Gerät ist es wirklich sehr praktisch, weil es muss man auf ihn nicht aufpassen und schauen, einfach auf niedrigste Stufe stehen und es ab und zu umrühren. Und dann, wenn man auf Null stellt, dann heißt es, es lässt dann Schokolade immer nur warm. Das ist wirklich empfehlenswert. So. Den Konfitüre habe ich jetzt erhitzt und jetzt werde ich auch noch durch den Sieb streichen, dass ich keine Stückchen habe. So, dann haben wir so eine schöne glatte Masse und dann können wir jetzt unseren Kuchen damit bestreichen. Ich bestreiche auch die Ränder. So, nur ganz bisschen übrig geblieben. Lassen wir jetzt ein bisschen anziehen und dann wird schon unsere Schokolade fertig und dann können wir es überziehen. Der Kuchen soll auch abgekühlt sein, dass die Schokolade nicht runterfließt. So, jetzt unser Kuchen ist bereit zum Schokolade überziehen. So, jetzt werden wir noch mit Schokolade überziehen. So, ein bisschen mit dem Löffel glatt streichen. Durch das Marmelade geht es einfacher, weil es schön glatt. Die Schokolade soll nicht richtig heiß sein, sonst dann ist das flüssig und dann läuft euch runter. Die Kuchen zu stark und deswegen lieber ein bisschen noch abkühlen, dass es so richtig schön dickflüssig ist. Schön ein bisschen mehr. Schadet nicht. Mit dem Gitter einfach ein bisschen so ein Tisch. Und dann wird die Schokolade sich richtig schön glatt machen. So, schaut ihr. Alle Striche, alles ist weg. So, lassen wir jetzt unsere Schokolade fest werden. Es kann man einfach in den Kühlschrank stellen und eineinhalbe Stunde alles schön fest und kann man schon zum Kaffee servieren. So, nach eineinhalb Stunde, die Schokolade ist fest geworden, können wir auch schon Stückchen abschneiden. Ich will heute nicht unbedingt so viel dekorieren, weil es ist zum kein so besonderer Anlass, nur ganz normal zum Kaffee, nur ganz bisschen. Das gar nicht so trostlos ist, nur mit so einem goldenen Pulver einfach so bestreuen. Das reicht das schon. Das sieht dann schon nicht so einfach leer schwarz und ein bisschen goldig. Und jetzt schneiden wir ein Stückchen ab. Das ist ein wirklich so ein schöner, saftiger Teig. Schön weich und locker.
Und so sieht das aus. Schaut. Richtig schönes, lockeres Teig. Schaut. Richtig schön locker. Und schmeckt sehr, sehr lecker. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch dieses Rezept gefallen. Geht es ziemlich schnell und schmeckt sehr lecker. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn euch mein Kanal gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das weiterteilt. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!